Ich glaube, es ist allen bekannt, Satelliten sind für vieles, was hier bei uns auf dem Boden passiert, extrem wichtig. Was kann man denn konkret damit erreichen, wenn man Satelliten im All angreift, sowohl militärische, aber auch Satelliten, die für zivile Zwecke genutzt werden? Ich würde argumentieren, dass ein spezifischer Angriff auf einen Satelliten allein eigentlich eher eine Demonstrierung der Stärke ist, als tatsächlich sozusagen mit dem Ziel, ja, diesen Satelliten auszuschalten. In dem Sinne von, die Amerikaner haben natürlich einige Satelliten, auch mehrere Satelliten dieser Art. Das heißt, das eigentliche Produkt, was sozusagen durch diesen Satelliten erzeugt wird, würde nicht komplett abgeschaltet werden. Dafür gibt es zu viele andere Satelliten im All, die das bereits machen können. Das heißt, ein kinetischer Angriff ist immer auch eine politische, ein politisches Signal. Sie haben es jetzt gerade schon gesagt oder in Zweifel gestellt, ob ein solcher Angriff, also ein Satellit greift den anderen an, ob das möglicherweise oder ob das tatsächlich die effektivste Attacke ist. Auch ne, einen Satelliten ins All zu bringen, ist extrem aufwendig, extrem teuer. Satelliten sind extrem teuer. Sie haben es gerade schon kurz angerissen. Welche anderen Möglichkeiten gäbe es denn, wenn es jemand tatsächlich auf Satelliten abgesehen hat und die attackieren möchte? Ja, da muss man zuerst einmal sich sozusagen ansehen, wie so ein Satellitensystem überhaupt aussieht. Wir haben natürlich den Satelliten im All, wir haben aber auch die Bodenstation auf der Erde und natürlich die Signale zwischen den beiden. Von daher, alle drei Teile dieser Infrastruktur sind natürlich angreifbar. Ein Angriff auf eine Bodenstation zum Beispiel könnte natürlich auch dementsprechend interpretiert werden. Es gibt kinetische Art und Weisen, zum Beispiel Raketen, die ins All geschickt werden können, um somit einen Satelliten kinetisch zu zerstören. Das hat Russland auch 2021 bewiesen, dass es das kann. Dann gibt es aber auch nicht kinetische Angriffe, wie zum Beispiel ein elektromagnetischer Puls, der sozusagen durch eine Nuklearwaffe ausgelöst wird im All, würde ziemlich viele Satelliten ausschalten. Dann gibt es auch Laser, die Satelliten stören können, zumindest deren Sensoren. Und elektromagnetische Störung, zum Beispiel das Stören von Signalen oder auch das Einspeisen von Desinformationen durch Signale, die durch Satelliten sozusagen vermehrt werden und Cyberangriffe. Ich würde gerne eine Frage einmal an Sie weitergeben, die wir bei YouTube bekommen haben von Monika, die nochmal sehr grundsätzlich ist. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, die an dieser Stelle zu klären. Sie fragt uns, was genau sind denn eigentlich Weltraumwaffen? Gibt es da eine allgemeingültige Definition? Das ist eine gute Frage und es geht auch wieder sozusagen auf das erste Prinzip zurück, wo ich bereits angesprochen habe, Weltraummüll selbst kann sozusagen zu einer Waffe werden, auch wenn es nicht die Absicht war. Von daher, wir haben keine wirkliche Definition der Weltraumwaffe und das ist auch etwas, was in den Vereinten Nationen immer wieder diskutiert wird, weil wir eben diese Definition nicht wirklich haben oder zumindest gibt es keinen ja, internationalen Konsens darüber. Nochmal zum Weltraummüll. Man darf nicht vergessen, selbst ein Stück Weltraummüll, was nur 1 Zentimeter groß ist, kann die Einschlagskraft einer Handgranate haben. Deswegen müssen wir extrem vorsichtig sein, was den Weltraum angeht. Also Sie haben jetzt eingangs gesagt, es wäre durchaus plausibel, die Darstellung der Amerikaner, dass Putin, dass die Russen tatsächlich eine Waffe ins Weltall gebracht haben. Was können die Amerikaner, aber was können auch die Europäer, wenn dem tatsächlich so sein sollte, denn entgegensetzen? Das ist eine gute Frage. Wir sind gerade noch dabei, in den Vereinten Nationen weiter darüber nachzudenken, was für Regeln wir im Weltraum eigentlich einsetzen. Und zwar haben sich da ganz bestimmte zwei Bereiche sozusagen herauskristallisiert. Zum einen ist da Russland und China, die ihren eigenen Vorschlag versuchen weiterzubringen. Und auf der anderen Seite der Westen, der versucht, mit verantwortungsvollem Verhalten weiter an den Tag zu treten und versuchen, ja, den eigenen Vorschlag sozusagen da weiterzubringen. Es ist auf jeden Fall etwas, was natürlich auch generell die Kritik der internationalen Bühne sozusagen auf sich bringen würde. Man darf nicht vergessen, Russland hat noch relativ wenige Partner und es ist auch keine große Weltraummacht mehr. Also die Weltraummacht, mit der Russland sich gerne schmückt international, ist nicht mehr so gegeben. Die Weltraumindustrie leidet sehr, vor allem auch unter den erneuten Sanktionen seit 2022. Russland hat wenig Partner noch, die noch bestehen. Und darunter gehört natürlich auch China. China ist eine Weltraummacht, die sehr viel Zeit investiert hat, sehr viel Geld investiert hat in die eigenen ja, Weltraumsysteme, in die eigenen Satelliten, die auf keinen Fall von ja, weiteren Verunsicherungen im Weltraum profitieren würde.
Wie sieht es denn aus? Also Sie sagen, die Amerikaner sind gegenwärtig die größte Weltraummacht. Wie viel Einfluss haben Sie? Welche Gegenmaßnahmen können Sie da jetzt ergreifen? Internationale Kritik natürlich und natürlich auch, wie wir es gesehen haben, sozusagen damit ans Licht zu gehen, an die Presse zu gehen und sozusagen diese Verhalten auch nochmal darzustellen, wenn sie auch gerade passieren. Wie gesagt, der Satellit wurde ja gerade erst im All platziert letzte Woche. Von daher sind das natürlich auch Maßnahmen, die sozusagen diese Kritik nochmal erneuern und erhöhen können. Denn sonst passieren diese Dinge oft natürlich auch unter dem Radar der generellen Öffentlichkeit. Ist natürlich die Frage, inwieweit sich der Kreml von so Kritik auf internationaler Bühne beeindrucken lässt. Wir haben es gerade schon kurz angesprochen. Ich würde gerne noch einmal kurz mit Ihnen darüber sprechen. Das war auch immer wieder Thema in den vergangenen Jahren. Befürchtung, dass der Weltraum, Sie haben gerade schon gesagt, es gibt noch nicht so richtig, ja, sozusagen einen internationalen Werkzeugkasten, wie man damit umgeht. Aber es gibt die Befürchtung, dass der Weltraum eben auch Raum für kriegerische Auseinandersetzungen werden könnte. Wie begründet sind diese Befürchtungen Ihrer Einschätzung nach? Ja, wie bereits angesprochen, es gibt einen Vertrag, der Weltraumvertrag von 1967, der aber nur besagt, dass keine Massenvernichtungswaffen im All platziert werden dürfen. Es geht aber gar nicht um konventionelle Waffen, wie wir jetzt natürlich gerade diskutieren. Man darf nicht vergessen, der Weltraum ist nicht separat von der Politik oder von den Strategien, die wir auf der Erde sehen. Also jede Politik und jede Strategie wird auch ins All projiziert. Von daher darf man nicht vergessen, der Weltraum wird automatisch sozusagen natürlich auch zur Zielscheibe, wenn man dabei bedenkt, wie wichtig der Weltraum und die Satelliten auch für die militärische Kriegsführung sind. Wir haben das auch im Ukraine-Krieg gesehen. Vor allem die Ukraine hat natürlich Weltraum auch für sich zum Nutzen gemacht und die Satellitenbilder, die um die Welt gingen, natürlich als die russischen Truppen eingezogen sind vor Kiew, aber auch um aufzuzeigen, welche Taten überhaupt in der Ukraine passieren. Die Ukraine hat sich den Weltraum und Satelliten natürlich sehr zum Nutzen gemacht. Dadurch wird es aber auch zum anderen natürlich zur Zielscheibe für Akteure wie Russland.